So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und wo war ich das letzte Mal stehen geblieben? Also, wir haben das Haus gebaut, genau. Die Weihnachtsfolge, also ist aus meiner Sicht noch nicht heraus. Wir haben es jetzt den 13.12. nicht auf 4 Tagen aufgenommen. Also, da muss schon noch was passieren. Ein paar Tage vergehen, bis ich da das Ganze raushau. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt nimmst du einfach mal wieder weiter auf. Ich habe nämlich Bock drauf, auf dieses Projekt. Und solange ich Bock drauf habe, ist es ja gut. Also, wir brauchen jetzt erstmal was zu essen. Das ist natürlich ganz klasse. Haben wir da irgendwas drin? Nein. Haben wir hier Seeds? Ja, wir haben Seeds. So sieht's doch gleich mal besser aus hier. Ha, ha, ha. Aber um jetzt ein vernünftiges Weizenfarm zu machen, brauchen wir erstmal das da. Und dann machen wir uns einen. Nein, kein Minecart. Einen Eimer brauchen wir. Und zwar, wo machen wir die jetzt mal hin? Diese Folge wird jetzt ungefähr 20 Minuten oder so haben. Also, die werde ich nach 20 Minuten dann aufhören. Oder so. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch früher, man weiß es nicht. Jetzt ist das erste Lied schon wieder rum, oder was? Okay. Das hat ja sehr lange gedauert. Nein, was ich jetzt mir als Thema vorbereitet habe, war... Also vielleicht, wenn ihr diese Folge seht, hat Ubisoft vielleicht schon eine Presseankündigung gemacht. Was weiß ich? Ich weiß es nicht, aber ich bin ja Anno-Spieler. Also, ich habe Anno 2070 wirklich gesuchtet wie nochmal was, als es rauskam. Und auch jetzt spiele ich noch, also ich habe heute erst wieder gespielt, ein bisschen. Und als ich das letzte Mal letztens Anno gestartet habe, das war glaube ich gestern oder vorgestern halt oder so, da kam mir dann ein Dialogfenster entgegen. Ja, Spielerumfrage und so. Ne? Weißt du Bescheid? Spielerumfrage. Was hat Ihnen an Anno gefallen? Was hat Ihnen an Anno nicht gefallen? Ja. Soweit noch nichts Auffälliges. Allerdings, ihr müsst sagen, dass Anno 2070 im November 2011 rausgekommen ist. Also vor 2 Jahren. Und jetzt machen die eine Spielerumfrage. Was denen gefallen hat und was nicht. Ja gut, man kann jetzt sagen, ja, nach 2 Jahren, dann hat man reichlich Spielerfahrung und was weiß ich gesammelt. Aber die hat man, glaube ich, auch schon nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr oder so gesammelt. Nee, was ich, also, das ist meine Theorie, ihr könnt da andere Ansicht sein von mir aus. Und solange Ubisoft da noch nichts angekündigt hat, ist ja auch noch nichts offiziell. Aber ich glaube, dass die am Entwickeln eines neuen Anno-Teils sind. Glaube ich persönlich schon. Weil sonst würden die jetzt nicht eine Spielerumfrage machen, was denen da gefallen hat und was nicht, was man verbessern könnte, an welchen Punkten man arbeiten könnte. Also ich habe bei der Umfrage teilgenommen, ne? Versteht sich ja. Und deshalb glaube ich, dass die da einen neuen Anno-Teil entwickeln. So, ich mache die hier die Bäume weg, nicht weil ich Holz brauche, sondern weil ich Platz brauche, ne? Nur so zur Info. Ja, und dann reden wir doch einfach mal über Anno. Über das Spiel Anno. Ja, über die ganze Anno-Reihe. Ne? Also ich habe ja angefangen, Anno zu spielen. Das ist Jahre her. Das ist ja viele, viele Jahre her. Ich habe angefangen mit Anno 2070. Natürlich viele, viele Jahre her. Vor 5 Jahren habe ich Anno 2070 gespielt. Was noch gar nicht auf dem Markt war, noch gar nicht geplant, habe ich schon gespielt. Nein, Anno 1503 meine ich, habe ich vor Jahren schon gespielt. Und das, also das war eins der ersten Spiele, die ich so richtig gesuchtet habe. Also ich hatte, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich noch nicht so richtig den Plan gehabt, was ich da überhaupt machen muss. Ich habe, also wer es gespielt hat, weiß jetzt, wovon ich rede. Ich habe einfach mal wild irgendwo Straßen hingepflastert und ja, ich mache mir jetzt keine Eisenhacke, also keine Eisenaxt, sondern eine Steinaxt. Ganz konservativ.
Die hält das schon aus. Wo war ich? Jetzt pass mal auf, wo war ich jetzt? Ja, genau, hab erstmal überall irgendwelche Häuser hingepflastert und Straßen und wie gesagt, ich hatte noch nicht so den Durchblick, was ich da überhaupt machen muss. Das ist erst mit der Zeit gekommen. Und dann hat, also Strategiespiele liegen mir, würde ich sagen. Ich meine, das Spiel hat dann nicht bloß mich, sondern mein Vater begeistert. Der hat das auch Stunden gespielt dann. Aber das war mein allererstes Anno-Spiel. Jetzt muss ich überlegen, war das wirklich das allererste? Ich habe nämlich 1701 auf dem DS gespielt. Ja, ich habe 1701 auf dem Nintendo DS gespielt. Jetzt ist die Frage, ob ich das zuerst gehabt habe. Also 1701 kam natürlich zuerst raus. Ja, das ist schon klar, aber hatte ich es zuerst? Also ich glaube nicht. Ich glaube 1503 war wirklich das allererste, das ich gespielt habe. Naja, ist jetzt auch nicht so wild, was da jetzt zuerst war. Was war zuerst da? Hm? 1503 oder 1701? Na gut, wobei es dann nicht die Frage wäre, was zuerst da war, sondern was ich zuerst gespielt habe. Nee. Und dann, ja gut, wie gesagt, also ich sage einfach mal, ich habe 1503 zuerst gespielt. Nach 1503 kam dann 1701, also dann habe ich am DS gespielt. Habe ich, glaube ich, auch viele, viele Stunden gespielt. Also die Anno-Teile gehen wirklich irgendwie immer. Dann kam eigentlich lange nichts. Also keine Abwechslung. Ich habe schon gespielt, aber lange kam keine Abwechslung. Und dann habe ich mir 1404, oder? 1404 ist das 1400er Spiel. Quersumme ist 9, also ja, 1404. Und ja, weil die Anno-Teile, also die Namen, also die die Jahreszahlen in den Anno-Titeln haben immer die Quersumme 9 drum. Na. Weißt schon. Weißt du Bescheid. Und ja, dann habe ich mir Anno 1404 gekauft. Und das war schon um einiges schwerer dann als 1503 oder 1701 im DS. Weil da gab es dann so viele Möglichkeiten, so viele Sachen zu bauen. Es gab dann auch noch den Orient. Boah, was ich echt geil fand mit Okzident und Orient, ne? Also, was die da gemacht haben, da die Entwickler bei Ubisoft. Und also Okzident Orient Respekt war wirklich geiles Feature. Auch Neuheit, glaube ich, zumindest mit den Piraten. Also, dass da Piraten eingeführt wurden. Die Korsaren waren es. Die Korsaren, ja, stimmt. Hier ist oben gar nichts angepflanzt. So, wir müssen anpflanzen. Boah, ja, aber ich bin eher so einer in Anno, der eher aufbaut als Krieg führt. So, ihr dürft euch jetzt freuen, jetzt müssen wir nämlich da das Wasser da hoch kutschieren und dann dürfen wir wieder runterlaufen, um es nochmal zu holen. Wenn ich ja bloß einen Eimer habe. Oder wisst ihr was? Ich habe da hinten eine, keine Dropbox. Dropbox ist ganz was anderes. Ich habe da hier, verschwenden einfach mal ein bisschen Eisen. Komm, holen wir uns einen zweiten Eimer. Gott, ich kann ja nicht mehr laufen, stimmt. Jetzt muss ich schnell machen. Na gut, um die Level wäre es jetzt nicht schade, aber müsste ich das den ganzen Scheiß halt wiederholen. So. Ja, also 1404 hat mich echt begeistert, wobei ich es nie so recht lange gespielt habe, weil ich das gar nicht gewohnt war. Also von 1503, wenn man von 1503 auf 1404 wechselt, dann ist das eigentlich so ein Riesenschritt. Also,
Aua. Ah, boah, ich dachte jetzt, da wäre irgendwas. Nee, ist bloß der Hunger. Hab ich. Warte mal. Ja, hab ich. Natürlich hab ich ein Monster eingeschaltet, sonst hätte ich keinen Hunger. Naja. Hab ich schon. Ja, ich hab drei Weizen. Ich hab drei Weizen. Haha, ich hab drei Weizen. Komm, schneller. Geh zu, Junge. Ja, oh Gott, ich kann ja nicht rennen. Jetzt komm. Ja, ah. Oh. Hunger gestillt. So, rein hier und schlafen. Nee, was wollte ich sagen? Also, es ist ein Riesenunterschied, wenn man 1503 und 1404 spielt. Oder beziehungsweise von einem auf das andere wechselt. Ja, also das. Allein, dass es dann den Orient gab, dass man den Orient besiedeln konnte, also mit diesen Nomaden, meine ich. Besiedeln. Na? Mit dabei Schloss Dekmen. Das habe ich am Anfang irgendwie leicht überfordert. Dass ich da jetzt auch eine zweite Stadt hatte, die ich dann mit Datteln und was weiß ich versorgen musste. Und dass der Baum hier muss weg. Die Hacke habe ich dabei. Kann ich hier schon mal so ein bisschen abgrasen. Ja, also das hat mich am Anfang leicht überfordert, dass ich da zwei Dinge auf einmal aufbauen musste irgendwie. Oder konnte ich, wenn die Nomaden... Wow, 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 wow. Fuck, Alter, nein! Oh, jetzt sind die ganzen Samen weg. Also, nicht die alle, aber... Alter, das kotzt mich jetzt an. Boah. Jetzt habe ich, glaube ich, ein zu viel... Oder? Nee, war doch nicht ganz so viel. Ach nee, Junge. Musste das jetzt sein? Oh Gott, ey. Ja, ja, ruhig. Beim Okzidorient. Nee, bei den Nomaden. Also es war geil, aber... Da bin ich am Anfang nicht drauf klargekommen. Und ich weiß gar nicht, hätte man das eigentlich geschafft, das Ganze da, also sich so sein Imperium aufzubauen, ohne die Nomaden, dass man die baut? Ja, baut kann man nicht sagen, also man kann ja keine Menschen bauen. Ne? Ja, dass man die halt da ansiedelt. Weiß ich jetzt gar nicht, ich habe Anno 1404 schon lange nicht mehr gespielt. Also seit dem 17, nicht 17, 2070 rausgekommen ist, habe ich das andere gar nicht mehr gespielt. Oder die anderen beiden. Ich hätte zwar von beiden Versionen die Königsedition hier liegen. Ich glaube 1503 die Königsedition habe ich sogar doppelt. Genau, die habe ich sogar doppelt. Weil ich die 1503 Königsedition, die habe ich... Ja, das war die erste Edition von Anno, die ich gespielt habe. Da habe ich gleich Königsedition geholt. Beziehungsweise, Anno hat meine Mutter mal auf dem Flohmarkt oder so gesehen. Diese Königsedition, die haben sie dann mitgenommen. Einfach Strategiespiel hier. Kannst du haben. Und genau, das war gleich die Königsedition. Dann habe ich mir Anno 1404 geholt, wie beschrieben. Und da war nicht bloß Anno 1404 die Königsedition dabei, sondern sogar auch noch 1503 Königsedition gratis noch dabei. Also, das fand ich geil. Aber brauche ich. Habe ich nicht gebraucht. Weil ich meine, habe ich ja schon. So, nee, warte, die nehme ich mit. Wir müssen jetzt ein bisschen... Ah, ich habe ja noch Äpfel. Ich habe ja noch Äpfel. Gar nicht gesehen. Die kamen wahrscheinlich von den Bäumen. Na. Ich muss mal kurz schauen, hab ich... einen hab ich. Ja, mach ich später. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das machen. Jetzt könnten wir hier vielleicht so was durchziehen. Und ja, wie war dann Anno 2070? Also Anno 2070 habe ich echt hart gefeiert. Also Anno 2070 wirklich noch, also für mich hat
Ubisoft dann noch eine Schippe draufgelegt. Weil, also da dann mit Unter Wasser und was ich ja echt geil fand, war die Eiche. Also nicht bloß, dass man da in der Eiche dann Sachen ja speichern konnte, sondern die hat sie ja spielübergreifend gespeichert. Also ich habe in Spielstand A habe ich was in die Eiche gelegt und hatte den dann in Spielstand B. Also die Sachen auch. Natürlich, wenn ich in Spielstand B dann... Wo ist das Ding hin? Ist da runtergefallen? Da habe ich es eingesammelt. Dann ist wurscht. Wenn ich natürlich in Spielstand B dann das ganze Zeug rausgenommen habe aus der Kiste. Aus der Kiste, ja, Minecraft, ne? Nee, aus der Arche. Dann war das natürlich in Spielstand A auch weg. Ne, also... So leicht ging es dann nicht, aber... Kann ich eigentlich Glass Slabs machen? Ne, kann ich nicht, schade. Das war wirklich geile Neuerung. Was hatten wir da noch? Was war da noch? Ja, das ist... Ja gut, das war eigentlich nicht... Oder war das neu? Dass es jetzt nicht bloß Leute gab, die selbst was gebaut haben, so also ihr Imperium aufgebaut haben. Also CPUs meine ich. Ja... Wir haben da immer sein Imperium aufgebaut. Wir haben da, waren typisch. Auf jeden Fall irgendwelche Spiele. Nee, das ist nicht, das war nicht neu, genau. Stimmt, in Anno 1404 gab's den Orient. Also diesen Sultan, schieß mich tot, ne? Da. Der hat da. Welche Erde, oder mach ich hier den? Da gab's diesen Sultan. Und der hat da schon nichts besiedelt, sondern hatte bloß seine Insel da. Nee, das war nicht neu. Aber dann gab's ja diese ganzen Fraktionen, war ja sehr geil. Also dass sie da dann irgendwie ja, ich meine, wenn man Anno dann mit einer Fraktion gespielt hat, war es eigentlich ein komplett anderes Spiel. Bin ich zu weit? Nee, bin ich nicht. War es eigentlich ein ganz anderes Spielgefühl mit der anderen Fraktion zu, was heißt Spielgefühl, Spielerfahrung mit der anderen Fraktion dann zu spielen, weil die ja eigentlich komplett entgegengesetzt dem gehandelt hat, was die andere Fraktion hatte. Also man, zur Erklärung für alle, die es nicht gespielt haben, es gab zwei Anfangsfraktionen, also man konnte entweder am Anfang, wenn man ein Spiel gestartet hat, die Tycoons oder die Ecos nennen. Meine allererste Fraktion, die ich genommen habe, waren die Tycoons. Weil, ja, wirtschaftlicher Gewinn und so. Ökobilanz war mir da. Und also Öko war jetzt am Anfang erstmal Nebensache für mich, also habe ich die Tycoons genommen und damit den Spiel gestartet. Ja, wie war das? Das war am Anfang eigentlich recht schwierig. Du musst dich halt erstmal da reinfinden. Was ich recht geil gemacht habe, ich habe Anno programmiert, ne? Also, nein, was ich sehr geil gemacht fand, war diese Produktions... Naja, nicht Straßen, die Produktions... Sachen halt, ne? Weißt schon. Ne, die Produktionsstätten, also, wenn man halt, du hattest zum Beispiel bei den, ja, Eco-Arbeitern, oder jetzt mal bei den Tycoon-Arbeitern, hattest du ein Menü, das war... Jetzt pass mal auf, was brauchen die denn? Was brauchen die denn? Gott, ich hab's doch heute erst gespielt, aber ich hab nicht Tycoons gespielt, ich hab die Ecos gespielt. ja, was brauchen die denn? Die brauchen... Fast Food brauchen sie. Stimmt, Fast Food. Und dann hast du da den Menüpunkt Fast Food. Wenn du da drauf klickst, werden dir alle Gebäude angezeigt, die du brauchst, um Fastfood zu produzieren. Also jetzt von der Rinderfarm zur über die Verarbeitung bis zur zum Fastfood Restaurant oder was weiß ich, was das ist. Also Entschuldigung, ich habe Tycoons. Ich glaube, ich habe sie bloß einmal gespielt. Habe ich zu den Ecos gewechselt, weil die meiner Meinung nach einfach zu spielen sind. Ja. Alter, nicht wegwerfen. Und ab da habe ich eigentlich bloß noch
Fuck. Aber ich kann nicht. Kann ich die wieder umwandeln? Nee, kann ich nicht. Schade. Okay, das war verschwendet. Fuck. Also dann habe ich eigentlich bloß noch Ecos gespielt. Und zwar nicht, weil ich jetzt der volle Umweltmensch bin oder so, sondern weil ich hier einfach einfacher zu spielen fand. Als die anderen. Als den Herrn Thorn. Was eine geile Geschichte ist, ist die Kampagne. Ne, ich war bei den Dinger noch gar nicht fertig, bei den Fraktionen. Diese beiden Fraktionen, also die Ecos oder die Tycoons, konnte man am Anfang des Spiels wählen. Aber natürlich dann auch bestimmt, was du so ungefähr gemacht hast, also ob du eher auf Ökobilanz Wert gelegt hast oder Wert legen musstest, weil dir sonst die Leute gestreikt haben, also dass sie da nicht leben wollen oder halt dann weniger Steuern gezahlt haben. Oder ob bei den Tycoons war es dann zum Beispiel wurscht, was für eine Ökobilanz du auf einer Insel hast. Na, also das waren immer so Faktoren. Und dann gibt's noch eine dritte Fraktion, die Techs. Aber von denen berichte ich dann in der nächsten Folge, denn die Folge ist auch schon wieder rum. Wir haben jetzt glaube ich 21 Minuten ungefähr, wenn ich richtig auf die Uhr geschaut habe. So, dann legen wir die noch hin. So, dann lege ich mich jetzt noch schlafen. Schlafen. Ahahaha, nein. Zu. Schlafen wir. Ja, geiler Grafikfehler. Schlafen wir jetzt noch eine Runde. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.